Okay, das heißt, wir haben jetzt den Auftrag bekommen, diese Pläne, die wir bekommen haben. Ich habe übrigens vorher nicht gewusst, dass die Pläne dort sind. Also ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Das war eher Zufall, dass ich die jetzt da so schnell entdeckt habe. Ich kann mich erinnern, dass ich damals schon länger danach gesucht habe. Da ist ein H. So. Patentanmeldung. Was steht denn da drauf? Ah, das ist das. Das war ja damals auch ein Kopierschutz. Ja. Kann man das umschalten? Das ist, glaube ich, hier schon pixelig genug. Oh doch, es war damals schon pixeliger. Alles klar. Hat das nicht mehr so in Erinnerung. Na, aber es war damals ein Kopierschutz, den man vorher, bevor man die Pläne in die Toilette schickt, eingeben musste. Und da musste man im Handbuch nachschauen auf einer bestimmten Seite oder auf bestimmten Seiten das dann zusammenmischen. Da hat man damals ja Toast, Gold, Öl, Essig, Salat. War damals ganz witzig. Ups, da bin ich jetzt wieder rausgegangen. Ich will eigentlich nur da raus. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Okay, ja, dann werden wir das mal suchen. Da gibt es auch Toiletten. Stark. Stark. Hat ein bisschen was von Bud Spencer, der Typ. Da würde ich eher einen Baum benutzen. Okay. Was ist da drauf? Die alten Toiletten. Naja. Ein Kumquatbaum. Kennt das von Leisure Suit Larry? Da gibt es so einen Kumquat-Strauch auf dem Schiff. Kumquats. Kommen anscheinend öfters vor in Adventure, diese Früchte. Kann man da eine nehmen? Nein, kann man nicht. Benutze Kumquatbaum. Ich will nicht. Und was auch. Eine einzelne Kumquat kann man nicht nehmen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Das ist jetzt quasi die. Oh. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Schlechteres Wetter hätte ich auch gerne, weil es verdammt heiß ist jetzt gerade. Ich nehme das mitten im August auf und ich mag keinen Sommer. Und das ist die Mansion, die Maniac Mansion 200 Jahre vorher. Gasthaus wird das da bezeichnet. Das war anscheinend gerade Benjamin Franklin, der versucht Strom zu entdecken, wie mir scheint. Ein Wagen. Schauen wir mal den Wagen an. Der gehört ein bisschen geputzt, wie es ausschaut. Er ist total verschmutzt. Ja, das sieht man. Kann man aber nichts Das machen dreckiger damit. zu machen hilft auch nicht. Okay. Gehen wir mal weiter. Wo war denn jetzt der Benjamin? Habe ich den jetzt übersehen oder können wir da weitergehen? Vielleicht da? Der kann uns ja sicher sagen, wo Red Edison ist. Ah ja, da ist er ja. Ben Franklin. Wenn du glaubst, ich sei jemand zu bewundern, dann warte mal ab. Na, warten wir mal ab, Mr. Franklin. So, rede mit Ben Franklin. Hallo? Franklin, Ben Franklin, schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Das weiß er jetzt schon. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Okay. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. George Washington und Thomas Jefferson. Okay. Ja, solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Erfinden kann Du das nicht. meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Durch seinen Genius. Du bist verrückt, Du bist Ben. verrückt, Ben. Das glaube ich auch. Ha! Das haben Sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Der hat es aber wirklich erfunden. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, Sie hatten recht. Weiß ich gar nicht, ob er das auch erfunden hat. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Ja, wo ist jetzt Red Edison? Also, wo ist Red nun? So in der Mansion? In seinem Geheimlabor natürlich. Wo denn sonst? Okay, ja, was ist denn so schlecht an Red Was ist so Edison? schlecht an Red? Was hältst du denn von einem Typ, der die letzten 4 Jahre versucht hat, einen Hammer für Linkshänder zu perfektionieren? Er ist verrückt. Ein Hammer für Linkshänder.
Und er klaut auch andere Leute Erfindungen, bevor sie diese überhaupt als Patent anmelden können. Nicht, dass ich böse wäre. Ich kenne mich leider nicht so aus mit Rechts- und Linkshänder, ich bin Rechtshänder. Aber ob ein Hammer für Linkshänder Sinn macht, ich glaube fast nichts. Aber ich könnte mich auch täuschen. Der 100-Dollar-Mann? Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Wir sehen uns. Weiter so. Na schön, also Benjamin Franklin wartet anscheinend, bis ein Blitz kommt. Können wir dann noch weiter vorgehen? Ja. Aber können wir nichts machen. Okay, und das können wir auch nicht anklicken. Na gut, dann gehen wir mal in das Gasthaus und schauen mal, ob Red Edison da ist. In seinem Geheimlabor soll er sein. Also wahrscheinlich dort, wo er auch in der Zukunft dann ist. Oder in der Gegenwart, in dem Fall. Da gibt es noch einen Postkasten, habe ich gesehen. Ist da was drinnen? Geschlossen. Aha, heute geschlossen, okay. Dann gehen wir mal zu der Tür, die ist hoffentlich offen. Ist ja schließlich ein Gasthaus. Da sollte die Tür offen stehen für jedermann. Und da ist auch schon der Empfangschef. Eine Mumie. Okay. Cool, der Portier ist eine Mumie. Der wird nicht mehr viel sagen, glaube ich. Aber wir können ja versuchen, mit ihm zu reden. Was denn los? Nicht mehr viel. Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Oder er kann einfach nicht mehr reden. Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Ich glaube, dass das ein ziemlich einseitiges Gespräch bleibt. Toller Hut, Mann. Okay, da gibt es mehrere Auswahl, aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter, oder? Kennt ihr Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen? Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Oder aus wie so ein Schifffahrerhut, Matrosenhut. Okay, ich glaube, das lassen wir mal. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Wir wissen ja schon, wo das Geheimlabor ist. Deswegen gehen wir mal ins Geheimlabor und werden Dr. Red, oder weiß nicht, ob er da schon Doktor ist. Aha, wir können gar nicht runter. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Eingang in ein Geheimlabor. Möglicherweise. Du musst es nur öffnen, aber ich kann das öffnen nicht. Au ja, öffne Pendlur. Bin noch nicht so ganz vertraut mit dieser neuartigen Menüführung. Ah ja, da ist er ja. Schaut auch wahrscheinlich ähnlich dem Pendant in der Zukunft, seinem Urgroßenkel. Rede mit Red Edison. Hey! Was gibt's? Hat auch dieselbe Stimme. Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht Oder hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Journal? Hat es damals auch schon Oder gegeben? Vielleicht auch nicht. Könnte auch der Eigentümer sein. Kennst du Ben Franklin? Was machst du da? Ich latsch da mal ein bisschen rum. Ich sollte ihm die Pläne geben, ne? Aber fragen wir ihn mal über Ben Franklin aus. Die beiden dürften sich nicht gerade mögen. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. 3D? Was machst du da? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ja, man erfindet. Dr. Red Edison oder Red Edison erfindet. Was erfindest du dann? Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Yeah, Schließmechanismus, ne? Na gut. Bis später dann. Bis später, aber wir geben gleich die Vielleicht, Pläne. Wenn du deine Haare kürzer schneidest. Was ist denn? Wir sehen uns auch so später. Wie komme ich nochmal ins Inventar? Patentanmeldung mit Red Edison. Das glaube ich an. Super Batterie, ja. Was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Öl, Essig und Gold. Okay. Dann macht er diese Super Batterie, die wir brauchen, um. Halbzeit.
die wir brauchen, um die Leute dann wieder zurückzuholen, damit die Toiletten quasi, die Zeitmaschine wieder funktioniert. Ja, Laborkittel. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Mhm. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Ach was. Mir kommt's vor, als wäre die Musik ein bisschen laut. Kann das sein? Ich würde versuchen, ob es da einen Regler gibt. Steuerung Musik automatisch, klassisch remastered. Ah, Lautstärke. Musik Lautstärke ein bisschen runter, also alles andere darf bleiben. Aber vielleicht die Sprachlautstärke kommen auch ein bisschen. Ja, machen wir es so. Okay. Das ist immer so gefährlich, wenn ich das schon laut auf die Kopfhörer höre, dann ist das wahrscheinlich auch in-game oder auf der Aufnahme dann im Endeffekt zu laut. Nicht, dass man mich dann nicht mehr hört. Schwarzes Brett. Das. Voll mit Plänen und Müll. Okay. Das heißt, er versteht nicht, was da draufsteht, will er uns damit sagen. Benutzen können wir das nicht, ne? Ah, okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Warte mal, da ist noch ein Hammer. Das ist dieser Linkshänderhammer, den Ben Franklin erwähnt hat. Sieht wie ein normaler Hammer aus. Aber ich bin ja kein Wissenschaftler. Meine Rede, ja. Können wir den nehmen? Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ja. Ich habe ihn erfunden. Ja. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Okay. Ach ja. Lebt der Sohn noch, weil du sagst war? Oder will er ihn nicht haben? Aber ich darf ihn behalten anscheinend. Gut, dann gehen wir rauf. Und erkunden mal die Mansion weiter. Da hängen viele Bilder. Das ist die Mumie, steht noch da. Main Hall. Schauen wir mal da rein. Ah ja, da friert jemand. John Hancock. Auch, glaube ich, eine bekannte Figur aus der Geschichte von den USA. Eine Vorschlagbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Der Gründungskongress, geht es darum, die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. War das von der Zeit überhaupt realistisch? Wenn man jetzt denkt, 1993 und dann 200 Jahre zurück sind dann 1793. Ja, könnte ungefähr zumindest hinkommen, glaube ich. Ah ja, da ist er schon, der Thomas Jefferson. Wenn ich eine Mark bekäme für jedes Mal, dass ich dieses Gesicht gesehen habe. In den USA sieht man das wahrscheinlich öfter. Ah, und da ist George Washington. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, auf den Dollar kommt er öfters vor, glaube ich. Entschuldigung. Er hat die Zähne rausgenommen. Ja? Ja. Boah, du siehst aus wie George Washington. Ich glaube, boah, das... du siehst aus wie George Washington. Ich glaube, das ist George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Boah, beeindruckend. Mein Name ist Hoagie. Mein Name ist Hoagie. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Welches Butterbrot? Bist du nicht der Präsident? Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Eher der Bildungspräsident. Ich bin ein großer Bildungsfan. Ganz sicher. Wirklich? Wie überraschend. Na, muss mal kurz was trinken. Was ist denn mit dem Kirschbaum? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Was meint er denn? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Mhm. Hat eine Kirschbaumplantage. Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Da kommt mir der Kumquatbaum dann wieder in den Sinn draußen. Obwohl Kumquats schon ziemlich groß sind für das, dass man sie für Kirschen halten könnte. Aber mal schauen, was man noch machen können damit. Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Aus Holz. Ich finde sie besser,
als die ordinäre Email-Version. Die E-Mail-Version? Email-Version. Weiß gar nicht, was Email ja genau für ein Material ist. Was man damit Zähne gemacht hat. Weiß ich nicht. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Okay. Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Ah ja. Keine Probleme mit Holzsplittern, ja, wenn man sie ordentlich Hast du poliert. Keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Oh, ja. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Na, da haben wir es schon. Termiten, ja klar. Spechten oder anfangen zu faulen. Spechten ist cool. Nun, keine Angst vor Spechten? Kaum. Wo kann man die bekommen, die Zähne? Mein Onkel Henry hat ja... Wo kann man die bekommen? Viele Menschen falsche Zähne. Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Paul Revere? Kenne ich jetzt auch nicht. Hat er nicht die 3D-Brille erfunden? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Ja, wonach hält er denn Ausschau? Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Die liegt in deinen Händen, George. Das Pärchen da am Baum, diese Toiletten. Ein System freien Handels und mit Chancengleichheit. Ich glaube nicht, dass das Hoge antworten würde, deswegen... Das Pärchen da am Baum? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Okay. Schön, nicht? Ja, eine wahrhaftige Schönheit. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt ab. Ich muss trotzdem nochmal die Musik etwas leiser stellen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, diese spezielle Musik bei George Washington, dass die jetzt so überlaut ist. Man hört auch Übersteuerungen. Ich habe das aber mit meinem Desktop-Audio da bei OBS verglichen. Er übersteuert anscheinend schon im Spiel. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil man die Originalaufnahmen, die Originalsynchronisation von 1993 genommen hat. Das wird man logischerweise nicht verbessert haben.